Die Frage, wie alles entstand, ist so alt wie die Menschheit. Physiker und Astronomen versuchen sie zu beantworten und beobachten Sterne und Galaxien mit ihren Instrumenten. Jetzt haben sie eine ganz neue Möglichkeit erschlossen, Raum und Zeit zu studieren. Von unserem kosmischen Logenplatz aus, der Erde. Ah, guck mal da, was ist denn das da? Bonjour, et soyez les bienvenus dans Xenius. Hallo und herzlich willkommen in unserer Sendung und herzlich willkommen auf einem Gesteinsbrocken, der sich mit 107.000 km/h um die Sonne dreht. Die Rede ist natürlich von der Erde und wir strecken mal unsere Köpfe ein bisschen raus und, merken Sie es auch, genau, da oben, da kollabieren gerade Sonnen, es entstehen neue Neutronensterne oder schwarze Löcher fusionieren, zum Beispiel. Ja, aber nicht alles können wir mit bloßen Augen beobachten und nicht alles können auch die Astronomen mit Teleskopen sehen. Heute sind wir bei einem ganz neuartigen Instrument, das den Kosmos nach anderen Wellen absucht, nämlich die Gravitationswellen. Bei wahrhaft dramatischen Ereignissen da draußen wird unser Raumzeitkontinuum erschüttert. Und das kann man neuerdings messen, und zwar unter anderem hier am Albert-Einstein-Institut in Hannover. Und dieses Institut hat auch eine ganz entscheidende Rolle bei einer ganz entscheidenden Entdeckung gespielt. Ja, und deswegen können die Wissenschaftler, die hier arbeiten, unsere Frage des Tages am besten beantworten. Wir fragen uns nämlich, was sehen die Gravitationswellen überhaupt und was haben wir davon? Und dass es sie gibt, diese ominösen Gravitationswellen, das hat vor knapp 100 Jahren schon ein Physiker errechnet. Und jetzt raten Sie mal, wer das war. Er gilt als das Genie der Physik. Albert Einstein. Vor rund 100 Jahren wirft er die alte Physik über den Haufen und veröffentlicht eine neue Theorie der Gravitation, der Kraft, die den ganzen Kosmos zusammenhält. Raum und Zeit gehören zusammen, sagt er. Die revolutionäre Idee? Gravitation ist nichts anderes als eine Krümmung der Raumzeit. Einstein entwirft damit die moderne Physik und schafft eine neue Sicht des Kosmos. Er selbst vergleicht die Raumzeit mit einem Tuch. Alle Körper, die Sonne, die Planeten, sie alle krümmen dieses Tuch, die Raumzeit. Je schwerer die Körper, umso mehr krümmt sich das Tuch. Die Sonne krümmt die Raumzeit so sehr, dass die Erde um die Sonne kreisen muss. Das neue Bild hat Konsequenzen. Das Licht eines Sternes wird gerade laufen, wenn das Tuch eben ist. Muss das Licht aber nah an der Sonne vorbei, wird es abgelenkt. Einstein berechnet um wie viel. Es ist unvorstellbar wenig, aber messbar. Einstein wagt seine erste Vorhersage. Bei einer Sonnenfinsternis, sagt er, können die Astronomen die Lichtablenkung messen. Am 29. Mai 1919 versuchen Astronomen weltweit, Einstein zu widerlegen. Sie machen Aufnahmen und versuchen, Sterne nahe an der Sonne zu beobachten. Werden sie abgelenkt? Und falls ja, um wie viel genau? Hat Einstein recht? Das Unglaubliche passiert. Einstein hat recht. Die Sterne werden abgelenkt und genau wie er es berechnet hat. 1:0 für Einstein. Einstein wagt eine zweite Vorhersage. Er fragt, wie die Welt entstanden sein könnte. Er berechnet mit seinen Gleichungen, ob es einen Anfang von allem gab. Eine Zeit, wo alles begann. Tatsächlich lassen die Gleichungen das zu. Den Urknall vor 14 Milliarden Jahren. Er selbst nicht an den Urknall. Aber dann messen die Astronomen, dass sich alles im Kosmos explosionsartig voneinander entfernt. Wieder hat Einstein recht. Es gab einen Urknall. 2:0 für Einstein. Und ein drittes sagt Einstein vorher. Objekte, die so groß und schwer sind, dass sie die Raumzeit so krümmen, dass selbst Licht nicht mehr aus ihnen entweichen kann. Schwarze Löcher. Sie entstehen, wenn ganz große Sterne explodieren und in sich zusammenfallen, nämlich in ein schwarzes Loch. Auch die haben Astronomen indirekt nachgewiesen.
3:0 für Einstein. Eine vierte Idee von Einstein ist bis heute rätselhaft. Und für sie stand bis heute, auch 100 Jahre nach der Vorhersage, der Beweis aus. Gravitationswellen. In der Theorie müssen alle Massen, die sich bewegen, wie etwa zwei Sterne, die sich umkreisen, Gravitationswellen aussenden. Für Einstein sind das Kräuselungen der Raumzeit, wie auf einem See. Je schneller sich alles bewegt, je größer die Massen, umso stärker die Gravitationswellen. Das alles sagt Einstein voraus. Doch der Nachweis lässt diesmal auf sich warten. Gravitationswellen, wo sind sie? Astronomen suchen eine Lösung, meinen, es müssten schon schwarze Löcher sein, die sich umkreisen, um dann Gravitationswellen nachweisen zu können. Die Wellen sind sonst einfach viel zu schwach. Wenn die zwei schwarzen Löcher dann zusammenstoßen, hätte man auf der kleinen Erde überhaupt erst eine Chance, sie nachzuweisen. Aber der Nachweis blieb aus. Über 100 Jahre nach Einsteins Vorhersage fruchtete keiner der Versuche der Physiker. Das war bislang der einzige Makel an Einsteins Theorie, dass die Physiker diese Gravitationswellen nicht nachweisen konnten. Falls es doch gelänge, dann wäre Einstein vollends bestätigt. Das hieße 4:0 für Einstein. Ein weltweiter Verbund von über 1000 Gravitationsphysikern hat nun einen epochemachenden Durchbruch erzielt. Mit dabei Forscher am Albert-Einstein-Institut in Hannover. Albert Einstein hat sie mit seiner Relativitätstheorie vorausgesagt. Jetzt sind sie also nachgewiesen worden, die Gravitationswellen. Zu unserer Rechten steht Professor Wilke in der typischen Physikerkluft. Denn wir bekommen hier gleich am Albert Einstein Institut hier in Hannover ja noch ganz schlaue Instrumente zu sehen. Aber vorab erstmal diese Gravitationswellen. Also erstmal herzlich willkommen bei uns. Wir können im Grunde genommen können wir versuchen, auch mal Gravitationswellen zu erzeugen. Hier ist zum Beispiel so ein Kopf. Nehmen Sie den doch mal in die Hand. Ja. Strecken ihn weit weg von sich, stellen Sie ihn in die Mitte des Flurs und jetzt drehen Sie sich einfach. Ich drehe so. Ja, prima. Jetzt erzeugen Sie gerade Gravitationswellen. Ich erzeuge eine Gravitationswelle, ja. Und Sie können sie messen. Nein. Sie erzeugen Gravitationswellen, aber die sind viel zu schwach. Um wirklich Gravitationswellen mit einer Stärke zu erzeugen, dass wir sie hier messen können auf der Erde, da muss schon müssen deutlich größere Massen sich deutlich schneller bewegen. Also da muss richtig was los sein da draußen, bis hier unten was davon ankommt. Da muss es richtig krachen im Musikversum. Ja, und die Messgeräte, die solche Gravitationswellen messen können, also beobachten, die befinden sich hier hinter uns. Da gehen wir gleich hin, Ihre Messgeräte. Und wir werden erstmal uns anschauen, wie sie zum ersten Mal beobachtet wurden. Unter anderem dank dieser Messgeräte. Das ist die wissenschaftliche Sensation. Jahrzehntelang haben sie auf diesen Moment hingearbeitet. Physiker in einem weltweiten Verbund. Sie sind mit ihren Instrumenten den rätselhaften Gravitationswellen auf der Spur. Am 11. Februar 2016 wird die Weltpresse nach Washington eingeladen. Man munkelt, es geht um Einsteins Gravitationswellen. Carsten Danzmann ist in Hannover zugeschaltet. Wenn man, wie ich, ein Vierteljahrhundert lang nach sowas gesucht hat und dann plötzlich ist es da, das dauert schon, bis sie wirklich begreifen, was da passiert ist. Danzmann erinnert sich, wie seine Suche nach den Gravitationswellen begann. Auf einem Acker. Zuerst ist es nur eine Schneise. Dann der erste Spatenstich. Geo 600 wird gebaut. Der erste Detektor für Gravitationswellen. Für Danzmann ist alles noch lebendig. Ich kann mich noch genau erinnern, das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Da stand ich da hinten an der Hecke und schaute nach links und rechts und dachte, ja, da bauen wir Geo 600 hin. Wir haben ja so klein gebaut, weil wir kein Geld hatten, um kilometergroße Arme zu bauen, wie wir ursprünglich wollten. Also haben wir alles zusammengekratzt, was wir finden konnten und alles mit eigenen Händen gebaut. Geo 600 ist 600 Meter im Quadrat groß. Der Detektor besteht aus zwei 600 Meter langen Röhren, in denen Laserstrahlen hin und her laufen. Ich
tritt eine Gravitationswelle auf, dann werden die Lichtstrecken gestaucht und gedehnt, minimal. Selbst kleinste Längenunterschiede sind so messbar. Carsten Danzmann und sein Team entwickeln Hochleistungslaser. Nur die sind in der Lage zu messen, worauf es ankommt. Auch die Kollegen in den USA setzen Danzmanns Technik ein. LIGO. Das sind zwei Detektoren in den USA. Einer bei Washington und einer in Livingston. Geo 600 ist Partner. Nur im weltweiten Verbund kann klappen, was bisher unmöglich schien. Gravitationswellen nachzuweisen. Jahrzehnte passiert nichts. Bis zum 14. September 2015. Es ist 11.53 Uhr. In den USA schlafen die Kollegen noch. Marco Drago, der Italiener im Team und Datenanalyst, sitzt vor seinem Rechner. Wie immer. Aufmerksam beobachtet er seine Daten. Exakt 1,3 Milliarden Jahre vorher stoßen zwei schwarze Löcher zusammen. Und eine gigantische Gravitationswelle entsteht. Sie erzeugt bei Drago ein winziges Signal. Jahre der Suche. Und jetzt? Drago ist paralysiert. Kann das eine Gravitationswelle sein? Ich war überrascht. Sowas hatte ich in den Daten noch nie gesehen. Ich war skeptisch und habe gedacht, das war wohl ein Testlauf. Das Testsignal habe ich gesucht. Gefunden habe ich nichts. Das Signal ist auf allen Detektoren zu sehen. Es muss also kosmisch sein, kann nicht von der Erde kommen. Drago ruft in den USA an, er erreicht aber keinen. Drago schreibt eine E-Mail an alle, an den kompletten Verteiler. Er ist nervös. Hallo zusammen. Es gab gerade ein sehr besonderes Ereignis in der letzten Stunde. Er bekommt viele E-Mails zurück. Alle wollen wissen, war es wirklich eine Gravitationswelle? Drago ist elektrisiert. Wenn es eine Welle war, dann hat er gerade einen historischen Moment erlebt. Die Forscher einigen sich. Es soll zunächst geheim bleiben. Man will erst an die Öffentlichkeit, wenn man absolut sicher ist und es definitiv kein Störgeräusch war. Es war schwer. Man will es ja der ganzen Welt sagen, den Freunden, der Familie, dass wir es geschafft haben. Sonst spreche ich nicht über meine Arbeit. Doch beim Abendessen fragt mich dann plötzlich einer, na, hast du deine Wellen endlich gesehen? Ich sagte nur, nein, nichts. Die zwei Detektoren in den USA sind über 3000 Kilometer voneinander entfernt. Beide empfangen exakt dasselbe Signal. Trotzdem prüfen sie ganze 4 Monate lang alles immer und immer wieder. Das Signal kann nur eine Gravitationswelle gewesen sein. Die Physiker haben also die Welle zweier schwarzer Löcher entdeckt, die zusammengestoßen sind. Was die Journalisten auf der Pressekonferenz nur ahnen, das wissen Danzmann und seine Kollegen mit Bestimmtheit. Aber man will die vereinbarte Veröffentlichungszeit einhalten. Dann funkt ausgerechnet eine Kollegin dazwischen. Aaron Ryan gratuliert per Twitter. Zu früh. Doch die Presse ignoriert die Meldung. Und dann fällt der Satz. Wir haben die Gravitationswellen nachgewiesen. We have detected gravitational waves. We did it. Ich habe da nie dran gezweifelt, dass wir Signale detektieren würden. Für mich war nur die Frage, wann und wie schön das erste Signal sein würde. Da haben wir Glück gehabt. Einstein hat also doch recht behalten mit seiner Vorhersage. Fast 60 Jahre nach seinem Tod ist der letzte Nachweis seiner Theorie gelungen. Wir haben Geschichte geschrieben. Ich bin wirklich stolz. Wir haben das ja nicht alles alleine mit unseren Händen nur geschaffen, sondern vor uns waren viele. Mein Vorgänger in der Max-Planck-Gesellschaft, Heinz Billing, als er aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist und mir seinen Job übergeben hat, da hat er gesagt, Herr Danzmann, ich bleibe so lange am Leben, bis Sie diese Wellen gesehen haben. Und der ist jetzt 102. Damit ist 100 Jahre nach Einsteins Vorhersage seine Theorie endgültig bestätigt.
Das ist ja unglaublich. Vor 100 Jahren hat Albert Einstein die Theorie dafür entwickelt, für die Gravitationswellen. Und auf einmal sind die da, nachgewiesen. Wie fühlt man sich an so einem Tag? Erstaunlich. Also wir haben so lange darauf gewartet, nur Rauschen gemessen. Und jetzt endlich haben wir tatsächlich eine Gravitationswelle gesehen. Wunderbar. War es für Sie eigentlich direkt klar, dass es ist? Ja. Ich wurde gleich den nächsten Tag eingeladen zu einem Treffen, wo wir dieses Signal uns angeguckt haben. Wir haben kleine Signale erwartet. Wir haben Signale erwartet, die so ein klein bisschen über dem Rauschen sind, gar nicht mit bloßem Auge zu erkennen. Aber als ich das erste Mal auf dieses Signal geguckt habe, habe ich gesagt, wow. Und dann war auch ziemlich schnell klar, dass es auch noch schwarze Löcher sind, die da miteinander verschmolzen sind. Das war unglaublich. Das Schönste, was uns die Natur schenken konnte. Und was kann man jetzt davon ablesen? Das ist das, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das ist das, was noch viel erstaunlicher ist. Mhm. Da ist vor 1,3 Milliarden Jahren sind zwei schwarze Löcher umeinander gekreist. Ja. Die sind 200 Kilometer im Durchmesser, wiegen aber 30 mal so viel wie unsere Sonne. Dann sind sie verschmolzen. Dann haben sie eine Energie abgestrahlt, die ist 50 mal so stark wie alles Sternenlicht zusammen. Dieses die Gravitationswelle ist dann 1,3 Milliarden Jahre durchs Weltall gewandert und ist im September letzten Jahres auf der Erde vorbeigekommen. Das ist schon sehr erstaunlich. Und dass Sie jetzt gerade da waren mit Ihren Geräten. Aber wenn man sich dann noch überlegt, was diese Gravitationswelle auf der Erde gemacht hat. Ja. Die hat eine 4 Kilometer lange Strecke um weniger als ein Tausendstel Protondurchmesser verändert. Und das sind Physiker heutzutage in der Lage zu messen. Also alles unglaublich und super faszinierend. Und wie misst man das? Dafür braucht man sehr empfindliche Messgeräte. Ein Tausendstel Protondurchmesser ist schon sehr, sehr wenig. Und das machen wir mit Interferometern. Und wir haben hier gerade ein Modell vor uns, an dem ich das Messprinzip vielleicht kurz erklären kann. Ja, super. Und die Welle kommt jetzt hier vorbei. Mhm. Und was sie tut, ist, die dehnt und staucht den Raum. Ach. Auch diesen Raum hier. Hier wird auch der Raum gedehnt und gestaucht. Das heißt, der Abstand zwischen diesem Strahlteiler und dem Spiegel verändert sich. Ich simuliere einfach mal so eine Längenveränderung, indem ich hier mal ganz leicht gegendrücke. Und die können sich ja mal dieses Muster angucken. Krass. Und das ist der Effekt. Und was wir jetzt messen, ist die Helligkeit am Ausgang. Und Sie haben ja unter der Leitung von Professor Danzmann hier mit Ihrem Team gerade diese Technik entwickelt, um diese Gravitationswellen zu messen. Können Sie uns mal die richtig großen Maschinen dazu zeigen? So, und diese putzige kleine Laserapparatur, wie wir sie gerade in dem Modell gesehen haben, die ist jetzt hier drin. Im Groß. Ganz genau. Das Ganze ist natürlich in Wirklichkeit viel, viel größer. Mhm. Also dieses Interferometer, was wir eben da im Kleinen gesehen haben, ist hier in dieser großen Vakuumapparatur verborgen. Und ich nehme an, wir dürfen nicht reinschauen, oder? Doch, ihr habt Glück. Wir haben heute das Vakuumsystem geflutet und man kann heute tatsächlich reinschauen. Echt? Cool. Oh, das ist ja cool. Das heißt, wir schauen hier rein in diese Fenster? Ja, wir müssen nur vorsichtig sein, dass wir keinen Staub einbringen. Aber deswegen klebt das hier auf dem Boden. Deswegen klebt das hier auf dem Boden und macht diese komischen Geräusche, damit wir den ganzen Staub fernhalten. Hier können wir jetzt wirklich sehen, was wir da haben. Das Messprinzip ist genau das gleiche. Wir nehmen den Laser hier, der wird auf diesem Tisch aufgeteilt in zwei Interferometerarme. Ein Strahl geht in die Richtung durch diese Vakuumrohren da und der andere Strahl geht entlang des Arms ganz nach da hinten hin, kommt wieder zurück und dann treffen die sich wieder hier vorne und wir können die Messung machen. Es ist wirklich riesig. Wie groß ist das hier denn? Dieses Prototyp-Interferometer hat einen Abstand von dem Strahlteiler zu dem Endspiegel von 10 Metern. Wow. Das ist hier, weil wir hier Technologieentwicklung machen wollen. In den wirklichen Detektoren, Gravitationswellendetektoren, ist dieser Abstand von hier bis zu dem Endspiegel 4 Kilometer. Ja, man kann mithilfe der Gravitationswellenastronomie also noch einiges da draußen im Universum herausfinden. Und um zu wissen, was genau das so sein könnte, schauen wir mal ein bisschen hin. Oder hören, besser gesagt. Für Carsten Danzmann und seine Mitarbeiter sagen diese Kurven alles. Für den Laien ist es ein Ton.
So hört sich die Gravitationswelle an, wenn ein Stern erlischt. Und so klingt die Welle eines schnell rotierenden Sterns. Eine Supernova verhält sich ganz anders. Und so klingt die Gravitationswelle, wenn zwei schwarze Löcher zusammenstoßen und ein riesiges schwarzes Loch werden. Was die Physiker da studieren, sind die hörbar gemachten Kräuselungen der Raumzeit. Die Gravitationswelle hat eine Frequenz von 100 Hertz. Das sind 100 Schwingungen in einer Sekunde. Ein wenig zu tief für das menschliche Ohr. Also haben die Forscher es ins Hörbare transponiert. 2 Oktaven höher. Marco Drago hat das Signal als erster gesehen. Eigentlich war es die Form der Welle. Es war sofort klar, das kommt von zwei kompakten Objekten, die zu einem verschmelzen. Die nächste Frage ist dann, was für ein kompaktes Objekt? Und dazu haben wir synthetische Wellenformen zur Verfügung, die berechnet wurden durch Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen. Insgesamt wurden mehr als 200.000 Wellenformen, synthetische Wellenformen, mit diesem Signal verglichen. Und am Ende gab es keinen Zweifel, nur zwei schwarze Löcher passen wirklich. Die Schwierigkeit? Detektoren für Gravitationswellen müssen extrem empfindlich sein und auch kleinste Erschütterungen wahrnehmen. Würde ein Stern in unserer Nähe explodieren, die Gravitationswellen wären immer noch viel zu klein, um sie auf der Erde nachweisen zu können. Und die Veränderung wäre auch noch extrem kurz, nur einige tausendstel Sekunden. Es müssen also schon kosmische Katastrophen sein, die Wellen erzeugen, die wir hier auf der Erde messen könnten. Und auch dann noch geht es um Abweichungen, die gerade mal ein Tausendstel ausmachen vom Durchmesser eines Protons. Diese winzige Änderung können die Detektoren messen. Dazu wird ein Laserstrahl aufgeteilt in 2 aufeinander senkrecht stehende Strahlen, die wieder zusammenlaufen. So empfindliche Detektoren empfangen jedoch nicht nur Signale aus dem Kosmos. Wenn das Meer brandet, ein Baum umstürzt oder ein Zug vorbeifährt, erzeugt auch das Signale. Ein vorbeifahrender Zug erzeugt andere Arten von Signalen. Das kann man tatsächlich auch simulieren, was da passiert. Dazu kommt, dass es etwa über 100.000 sogenannte Housekeeping-Signale gibt, die immer mitlaufen mit den Detektoren. Also Luftdruck, Temperatur, Magnetfelder, elektrische Felder, Schall. Alles wird aufgezeichnet, sodass man hinterher vergleichen kann, ob irgendein Störereignis aufgetreten ist. Und hier war nichts, absolut gar nichts ist aufgetreten. Die Detektoren in den USA von LIGO sind über 3000 Kilometer voneinander entfernt und haben exakt dasselbe Signal aufgezeichnet. Ein irdisches Störsignal ist damit also ausgeschlossen. Die Astrophysiker haben schon mit dem Bau neuer Detektoren begonnen. Standort? Im All, im Orbit der Erde. Name des Projektes? LISA Pathfinder. Mit an Bord? Wieder die in Hannover entwickelte Lasertechnologie. Die Forscher greifen nach den Sternen. Wir wollen noch viel mehr Gravitationswellen finden. Das ist der Beginn einer ganz neuen Physik. Danzmann ist klar, unseren Alltag ändert das alles nicht. Aber die Astronomie wird sich dramatisch verändern. Und Sie sind dabei, mit Ihrem Know-how. 2034 wird ELISA ins All geschickt. So werden wir noch mehr über schwarze Löcher erfahren, wie sie entstehen und vergehen. Da jede ordentliche Galaxie ein superschweres schwarzes Loch im Zentrum besitzt, können wir die schwarzen Löcher benutzen, um Galaxienentwicklung zu verfolgen. Jede Galaxie stößt im Laufe ihres Lebens mehrfach mit anderen zusammen. So entsteht Struktur, so wachsen wahrscheinlich Milchstraßen. Und jedes Mal gibt es ein Verschmelzungsereignis, wenn die beiden schweren schwarzen Löcher, die in den Zentren der Milchstraßen sitzen, dann miteinander verschmelzen. Diese Signale können wir im gesamten Universum bis ans Ende der Zeit verfolgen. Den Pulsschlag des Kosmos müssen die Astrophysiker noch entschlüsseln. Jetzt haben sie ein neues Beobachtungsinstrument dafür. Ja, die Gravitationswellen sind also wirklich nicht eine
kosmische Fantasie, die können uns wirklich helfen, Fragen über uns, über unsere Erde, über unser Universum zu beantworten. Und die werden uns sicherlich schöne Überraschungen noch in Zukunft bringen. Ja, und zwar in naher Zukunft. Da müssen wir also wahrscheinlich nicht 1,3 Milliarden Jahre warten. Na, hoffentlich nicht. Und in der Zwischenzeit explorieren wir mal weiter die Welt der Wissenschaft und erkunden Zeit und Raum für Sie. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. À la prochaine. Restez curieux d'ici là.